Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mammut Offroad. Mein Name ist Matthias Hoffmann und in diesem Video geht es um ein Zubehörteil für den Ford Ranger da hinten. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. In diesem Video wollte ich die Fensterwindabweiser mal ein bisschen genauer vorstellen. Also man kennt ja die Fensterwindabweiser, die in den Fensterrahmen eingespannt werden. Und diese hier sind anders, die sind außen aufgeklebt. Das heißt, die werden nicht ins Fenster eingespannt, wie das bei den schmäleren der Fall ist, sondern die werden außen im Prinzip über das Fenster und an den Rahmen hier angeklebt. Und sie sind deutlich größer, deutlich breiter als die einfach nur in den Fensterrahmen eingeklemmt werden. Und ja, ideal für alle, die rauchen und das Fenster dabei immer einen Spalt offen lassen, weil die von der Fläche her deutlich größer sind und deutlich mehr Abstand zum Fenster haben als die eingeklemmten. Ja, und eigentlich ganz praktisch, wenn man bei Regen das Fenster ein bisschen offen lassen will, dass da einfach die Feuchtigkeit oder der Regen nicht reinkommt. Und es sind zwei Teile, also einmal für die hintere Scheibe und einmal für die vordere Scheibe. Und der Vorteil von den Teilen ist, die werden nur geklebt und der Kleber, der ist elastisch. Ich hoffe, man erkennt es hier ein bisschen. Das heißt, auch wenn der längere Zeit dran ist, dann bleibt der so elastisch und dadurch ist das mit der Waschanlage auch kein Problem. Wenn der starr wird, hat man immer das Problem, dass es mit der Waschanlage schwierig wird. Und bei denen überhaupt kein Thema, kann man jederzeit reinfahren. Kein Problem. Ja, gibt es wahlweise in Weiß oder in Schwarz. Moment, ich zeige die Schwarzen mal ganz kurz. So, ich halte hier bloß mal den schwarzen Abweiser dran. Man kann sich das ja ganz gut vorstellen, wie das in Schwarz aussieht. Ist natürlich eine Geschmackssache, was einem am besten gefällt. Das da hier sind weiße. Ich würde es eher als Silber bezeichnen. Und sieht im Grundsatz eigentlich auch nicht so schlecht aus beim Wildtrak. Durch das, dass der so die silbernen Felgen und das Trittbrett unten Silber hat, sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und ja, bei einem weißen Ranger natürlich doch noch mal deutlich besser als bei dem Orangen hier, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Die Montage ist kein Problem, man sieht es hier so ein doppelseitiges Klebeband im Prinzip aufgebracht, schon im Lieferzustand. Und das Wichtige ist, dass man die Oberflächen vernünftig sauber macht vorher, damit das vernünftig haftet. Und ansonsten die Montage, kein Problem, kann man selber machen. Ja, so sieht es aus. Der Vorteil von diesen Windabweisern, durch das, dass sie so relativ groß sind, ist, dass die, man kennt es ja, wenn man manchmal ein Fenster, einen Spalt aufmacht oder zwei, dann hat man so ein Wummern im Auto, so ein Luftdruckwummern. Und es fällt mit diesen Windabweisern natürlich komplett raus, durch das, dass sie so groß sind. Und ja, wie gesagt, wollte ich nur mal ganz kurz zeigen. Das war schon. Viel mehr kann man über die Dinger eigentlich nicht erzählen. Gibt es bei uns im Online-Shop, einfach unter diesem Video einen Link draufklicken. Da kommt ihr zu unserer Internetseite, da kann man die bestellen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.